Oh, Maite, ich liebe dich. Ich dich doch auch, aber wir können einfach nicht zusammenbleiben. Ich weiß, du bist verheiratet. Nein, das ist es nicht. Ich habe einfach nur eine Hundehaarallergie. Herzlich willkommen zur Vivaldi Show. Heute mit dabei Maite Kelly und Marc Metzger. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Hier ist Vivaldi. Schild. Was? Was steht auf deinem Schild? Ach, da steht schon wieder nichts. Naja, die Charming Traudel, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Das wird heute eine ganz romantische und verliebte kleine Vivaldi-Show, meine sehr verehrten Damen. Ja. Was machst du denn da mit dem Mob? Ich bin bestens vorbereitet. Was machst du denn da? Ja, deine Schleimspur wegwischen. Ja, wenn heute, da geht es ja bei uns um die Liebe, meine Damen und Herren. Denn das Einzige, was mir ja zu einem glücklichen Leben fehlt, ist ja ein Frauchen, das mich liebt. Ich hatte ja mal eins, aber dann kamen die Ferien und diese traurige Geschichte mit der Autobahnraststätte und dem Anbinden. Wahrscheinlich sitzt sie da immer noch und wartet, dass ich zurückkomme. Naja, wir haben ja mal die Leute auf der Straße gefragt, was lieben Sie an Ihrem Partner? Ich kann dir sagen, was mein Partner an mir liebt. Ich mag, dass sie mich nicht so löchert. Und er mir keine Hörner aufsetzt. Ich liebe sie, weil sie sich direkt in mich verschossen hat. Er macht mir immer die schönsten Komplimente. Ach, du stinkst. Sehen Sie? Er geht mir nicht auf den Sack. Dass er nur auf mich fliegt. Ja, richtig. Komm, lass uns Honig machen. Ja. Ja. Ach, ja. Oh. Ja. Bei Liebesfilmen muss ich immer weinen. Ja, ich auch. Was, du? Ja, aber bei Actionfilmen auch. Chronische Bindehautentzündung. Naja. Komm, Traudel, du Stück. Vorsicht. Naja, die Schleimspur. Jedenfalls freue ich mich heute auf einen meiner absoluten Lieblingsgäste und auf meine Traumfrau schlechthin. Bei mir sind heute Maite Kelly und Marc Metzger. Und wenn es schon um Partner und um die Liebe geht, dann dürfen natürlich zwei nicht fehlen. Sie sind schon seit 80 Jahren verheiratet und verlieben sich trotzdem jeden Tag neu ineinander. Alzheimer macht's möglich. Das Ehepaar Flönz ist, ja. Wo sind die beiden denn jetzt schon wieder? Opi, heute schaffen wir es endlich in die Vivaldi-Show. Ja, aber Omi, wo müssen wir denn eigentlich lang? Ja, weiß ich nicht. Ich denke, du hast die Adresse auswendig gelernt. Ja, hab ich ja auch. Aber dann hab ich sie wieder vergessen. Ach, du bist so ein Schussel. Irgendwann vergisst du noch mal deinen eigenen Vornamen. Nee, den weiß ich doch. Ich bin der... Ja, wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Ach, guck mal da vorne. Da sind ganz viele Leute. Das ist bestimmt das Publikum von der Vivaldi-Show. Da stellen wir uns an. Hm. Dabei sagt sie zu mir immer, ich soll mich nicht so anstellen. Mein erster Gast wurde mit einer sehr, 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 sehr großen Familie berühmt. Nein, sie ist kein freilaufendes Frettchen und auch keine 17-fache Mutter aus dem Privatfernsehen. Sie ist ein Gewächs aus der berühmten Kelly-Family und sie ist meine Liebste. Hier ist Maite Kelly. Ja, komm. Da kommt sie. Ja.
Begrüßung. Was für eine Begrüßung. Ach. Das ist ja, da könnte ich mich dran gewöhnen. Ja, da könnte ich mich auch dran gewöhnen. Komm, wir trinken was zusammen hier für dich. Ich bin so geehrt, dass ich dich in meine Show locken konnte. Jetzt muss ich dich nur noch in mein Körbchen locken und... Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Malte. Ich muss dir Geschenke machen. Malte, wenn du schon mal da bist, hier, ich habe alles für dich vorbereitet. Hier, ich schenke dir ein Herz. Holde, Malte. So, und das musst du haben. Ich liebe Malte Kelly. Jetzt ist es raus. Ach, Malte, nimm es einfach auf den Schoß. Ja. Ja. Ach, Malte, vielleicht gebe ich dir lieber ein Blümchen. Das wäre doch viel besser für dich. Ach, vielleicht ist die Blume auch zu mickrig. Ich glaube, du brauchst einfach viel mehr Blumen, Malte. Hier, das ist für dich. Malte, das ist alles für dich. Oh, wie du bist die Beste. Wow. Ach, Malte. Ich bagger es nicht ja richtig an. Ja, das ist ja viel zu popelig. Eigentlich brauchst du einen Gutschein für ein ganzes Gewächshaus, Rosen. So. Ja, alles für dich. Malte, wunderbar. Ja. Oh. Also, Malte. Ja. Es ist wunderbar. Ich kann sehr gut atmen. Das ist sehr schön. Du, Vivaldi, das ist wirklich, das ist Liebe, ja? Das muss Liebe das sein. Liebe zum... Fühlst du dich denn wohl bei mir? Ja, sehr wohl. Du siehst gerade so ein bisschen so aus, als würde dich meine Liebe erdrücken. Ja, aber Hauptsache es ist Liebe. Ich kann dir das ja mal ein bisschen wegnehmen hier. Nein, so, wirklich. Ich das ist, mal auf. Ich wurde noch nie so begrüßt. Das ist wirklich, wow, das sind echte Rosen. Ja, selbstverständlich. Die riechen auch lecker. Wow. Wow, ich bin echt. Ich krieg sie noch. Ich hab sie so gut wie in der Tasche. Ja, aber ich meine. Malte. Ich leg die jetzt gerade zu. Ja, aber ich muss dir wirklich ein Kompliment machen. Du siehst wirklich blendend aus. Oh, danke schön. Ich meine, früher. Man muss es mal ehrlich sagen. Früher hatte ja deine Familie so ein bisschen das gleiche Image, das ich heute habe. Bisschen verfilzt und fusselig. Und. Du hängst wirklich sehr an deiner Familie, nicht wahr? Ja, absolut. Ja. Aber das heißt nicht, dass man das Ganze auch nicht mit den kritischen Augen... Also man kann mit beiden gucken, mit einem lachenden und auch mit einem kritischen Auge gucken. Ich glaube, das ist wichtig, so wird man auch erwachsen. Ja. Weißt du, was ich an dir so entzückend finde, Maite? Also vor lauter Komplimente weiß ich gar nicht, wohin mit mir. Ja, ach, ich wüsste wohin, zu mir. Ich, was? Ach, nix. Ich finde ja deinen Akzent so niedlich. Ja? Dein kleinen süßen Akzent, das ist so... So ein Akzent, amerikanischer Akzent? Ja, das ist so schnüggelig irgendwie, wie du so redest und so. Du machst mich wirklich die ganze Zeit an. Ja, natürlich, du machst mich auch irgendwie an. Ist das vielleicht mein Fleisch? Das hast du gesagt. Ja. Aber so ein schöner Schild ist schon nicht schlecht. Was wolltest du fragen? Ach, ist doch ganz egal. Egal, ne? Ach so, ich habe eine Show zu moderieren. Yeah, ja, es ging um deinen Akzent. Ich finde das so niedlich. Wirklich? Wie du aussprichst, das ist so... Aber du verstehst mich auch schon, wenn ich rede, oder? Na, manchmal bin ich etwas langsam, weil du bist so schnell. Ja. Und dann merke ich schon, dass ich keine Deutsche bin. Naja, aber es gibt ja auch andere Leute, die Probleme mit der Aussprache haben. Und wir können uns mal angucken, wer das ist. Hallo, mein Name ist Horst Pferdinger. Ich bin ein altes Zirkuspferd. Und immer wieder beschweren sich die Zuschauer bei mir, dass ich zu undeutlich spreche. Dass sie was? Dass ich zu undeutlich spreche. Ich verstehe Sie nicht, Sie sprechen so undeutlich. Na, das sage ich doch die ganze Zeit. Und deswegen habe ich mir jemanden engagiert, der mir das Sprechen beibringt. Es ist eine Diva. Nicht Diva, Riva. Jetzt Riva. Na, ob Sie eine Diva sind oder nicht, entscheide immer noch ich. Um unsere Aussprache zu verbessern, versuchen wir es mal mit folgender Übung. Schön schauen wir zum Zucker zum Schuh. Sie müssen auch mal abweichen, sonst verhungern Sie. Sprechen Sie mir ganz einfach mal nach. Allergische Algerier, algerische Allergiker. Allergische Allergiker. Nicht doch ganz einfach. Und du, Dörtchen Dance, die du dir den da erwählet. Sie haben mir ins Auge gespuckt. Atmen Sie zunächst mal ein. Ja. Spüren Sie jetzt Fleischfell? Na, ich spüre vor allen Dingen Ihre kalten Hände an meinem Bäuchlein. Und treten Sie mich nicht auf den Pferdeschwanz. Jetzt haben Sie mich schon wieder angesabbert. Glatter, glitschiger Glimmer.
Ja, und weiter? Was ist mit dem? Ja, das ist eine Gehübung. Sie sind über mich gegangen. Wissen Sie was, Herr Rieber? Ich sehe Sie ja öfters in den Nachrichten, aber da haben Sie noch nie so spaßige Sachen gesagt. Jetzt hören Sie doch mal mit der Sabberei auf. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ehrlich? Ich war noch nie in Spanien. Sensationell. Dam dem dim dom dum. Dam dum. Sam sem sim som sum. Tam tem tim tom tum. Blam blam blim blom blum. Drom dem dim dom dum. Dam dem dim dom dum. Dum dum. Dum di dum di dum du 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 du. Und war das Sprachtraining erfolgreich? Ja, ich glaube schon. Ich konnte einiges vermittelt werden. Hä? Ich höre überhaupt keinen Unterschied. Warten Sie es ab. Schönen guten Abend. Mein Name ist Jens Rieber. Mama Omi, bist du eigentlich sicher, dass wir richtig sind? Ja, sicher. Hier ist das Publikum und da vorne ist die Bühne. Das sieht im Fernsehen ganz anders aus. Ja, im Fernsehen sieht alles größer aus. Genau wie dein Hintern, Omi. Ruhe bitte im Gerichtssaal. Erheben Sie sich. Erheben? Was? Standing Ovations? Noch bevor der Vivaldi was gemacht hat? Bravo! Vivaldi! Wir wollen einen Welpen von dir. Bitte um Ruhe. Der Zeuge Peter Müller bitte in den Zeugenstand. Im Fernsehen ist es irgendwie lustiger. Die Lacher werden beim Fernsehen immer erst hinterher reingeschnitten. Mein nächster Gast ist ein großer Star im rheinischen Karneval. Für alle Zuschauer im Rest der Welt erkläre ich noch mal ganz kurz den rheinischen Karneval. Mehrere Tage lang zieht man sich witzig an, trinkt viel Alkohol und wacht am nächsten Tag neben einer völlig fremden Person auf. Hier ist er, der wunderbare Marc Metzger. Hallo. 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 Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Sekunde. Maite möchte was sagen. Maite, oh, ne, Maite nimmt sie. Hast du gesehen, Maite hat sich mein Getränk genommen. Ja, ich störe eh so ein bisschen. Ach, das macht schon gar nichts. So eine kleine Pufferzone in Karo ist ganz gut dazwischen. Aber schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du überhaupt gekommen bist, weil du gehst ja nicht gerne raus, habe ich gehört. Du verreist nicht so gerne. Da, ich bin gerne woanders, aber ich mag nicht dahin. Also die Reiserei, die du geht magst, du bist gern woanders, aber du willst nicht dahin. Ja, Flugangst. Ich habe zum Beispiel Flugangst und dann kannst du dir vorstellen, macht das keinen Spaß, wenn du irgendwo hin musst. Jetzt wohne ich ja heute hier um die Ecke, das geht ja. Naja, aber was nervt dich denn so am Reisen? Nur die Flugangst. Unter anderem, ja, wenn du fliegen musst, meistens die Flugangst. Das ist das, was mich am meisten nervt. Aber was ist denn da so schlimm dran? Ich meine, mehr als abstürzen kannst du doch nicht. Eben. Das reicht auch, oder? Allein das Bewusstsein, jetzt, so ein Ding wiegt 60 Tonnen. Ja, ich bin ja, hab renoviert jetzt zu Hause, ein Sack Zement wiegt 20 Kilo, heb den mal, lass den mal fallen. Das fliegt nicht von alleine. Aber ich meine, mach's doch einfach so wie ich, wenn du fliegen musst. Ich setz mich immer in so einen Hundekorb, lass mich unten zu den Koffern packen und gut ist. Man merkt im Grunde gar nicht, dass man fliegt. Ich werde es versuchen, oder ich sauf das Zeug vorher beim nächsten Mal. Ja, sehr schön. Läufst du eigentlich auch privat in diesen Karos rum? Nein. Also das hat mal der WDR für mich machen lassen und dann haben die mich da eingenäht und immer wenn ich hier rein darf, dann muss ich das anziehen. Ansonsten habe ich ganz normale Klamotten an, wie andere Menschen auch. Ach so. Ich dachte schon, du hast vielleicht doch einen Nebenjob irgendwie als Schachmuster oder so. Ich finde es ja, es geht auch, man kriegt auch Netzhautflimmern, wenn man so lange drauf guckt. Also ja. Ich sehe so ein bisschen aus wie ein totgeschossenes Sofa. Aber das ist ja, oder du hast, du hast also eben gesagt, Karneval, man zieht sich lustig an und haut sich Wurmkur in den Kopf und dann wacht man neben einer Frau auf, die man noch nicht gesehen hat. Ich meinte, die habe ich schon reserviert. Warum guckt ihr jetzt auf mich? Ich meine, du bist im Karneval bist du erfolgreich als der Blötschkopf. Richtig. Der Blötschkopf. Wie stehen denn da die Chancen für eine Karriere im Ausland? Mit dem Namen. Ich meine, wie soll man denn das übersetzen? So auf Französisch, le Blötschkopf. Hat was. Ja, oder Spanisch, el Blötschkopf.
Karriere auswärts geht nicht, ne? Muss ja auch nicht. Das, willst du das denn nicht? Nein, der Kölner weiß ja, es gibt viele Kölner, die wissen noch nicht, dass außerhalb der Stadtgrenzen, dass da noch Leben ist. Du könntest auch mal in Düsseldorf auftreten zum Beispiel. Ja, ganz bestimmt. Okay, falsches Thema. Was heißt Blötschkopp eigentlich? Blödmann. Oh, bitte? Achso, was heißt das? Heißt das. Ich habe mir den Namen aber selber gegeben, da wusste ich noch nicht, was es heißt und dann nachher war es mir auch egal. Achso, also du hast dir absichtlich ein Schimpfwort gegeben. Warst du da auch besoffen? Ja, was heißt denn auch? Ich habe Wurmkur, ich bin total nüchtern. Nein, hast du den Namen aus? Ich wusste das nicht, ich kannte damals auch keinen Kölsch, ich konnte das auch nicht sprechen. Ne? Man sucht sich einfach so einen Namen? Ja, der war frei. Dann bist du auch wirklich blöd. Ja, ja. Genau, ja. Ja. Das ist ja das Schöne. Ja. Wir haben bei uns ja auch so einen Experten für so schlimme Namen. Das ist unser Hausmeister, der Kakerlak. Das ist ja auch so ein richtiger Blödsinn. Hör mal, ich habe eine Frage an den Mann. Wer von beiden ist Marc Metzger? Der Karierte. Okay, ich habe mal eine Frage an den. Ja. Ich bin ja zweiter stellvertretender Assistent unseres Vorsitzenden im Hausmeisterverein. Ja. Und wir haben so eine vorgezogene Weihnachtsfeier. Ja. Und da soll ich einen Witz erzählen. Ach du meine Güte. Kannst du dir das vorstellen? Ja, leider nicht. Ja, ich auch nicht. Und ich habe mir gedacht, du bist doch so ein Clown, ja? Und du kannst doch vielleicht mir irgendwie zeigen, wie man Witze erzählt. Also ich habe mal einen vorbereitet. Ja. Ein halbes Pfund Mett. Nee, warte mal. Das ist der Witz? Nee, warte mal. Eine schwangere Frau kommt zum Metzger. Metzgerwitz, weißt du? Ja, Metzgerwitz, ja. Ja. Und die sagt, ich... Was die, sagt die, die sagt... Moment, die Frau sagt, ich brauche Hilfe. Also jetzt nicht die Frau, ich. Wie erzähle ich den richtig? Ich habe ihn ja schon so nicht begriffen. Ich muss ja erst mal verstehen. Komm, sieh das? Du hast mir gesagt, er kann das. Ja, aber nur mit Witzen, die einen Sinn ergeben. Du hast mir gesagt, der Metzger kann das. Ja, aber nur mit Witzen. Ganz wichtig ist jetzt von Grund auf mal eine Pointe. Also wenn ich die weiß, könnte man dran arbeiten. Die wäre hilfreich. Also pass auf, ein Mann geht zum Urologen, sagt der Urologe, Sie müssen aufhören zu masturbieren. Was? Sagt der Mann, warum? Sagt der Urologe, ich kann Sie so nicht untersuchen. Ja. So was? Ja. Soll ich solche Witze in meiner Show erzählen? Wieso? Denn ist doch deine Show. Du wirst doch gefeuert. Ach, ja, richtig. Ja. Ja, und jetzt? Ja, du musst mir helfen. War das gut oder war das scheiße oder war das scheiße? Ja, das war... Also ich sag mal so, für so eine Pointe bist du in Köln von der Bühne geschossen. Das gehört sich nicht. Alles unter... Ach, dann erzähl ihn doch. Dann erzähl ihn doch einfach. Ja, das mach ich. Ja. Wir sind doch nur ein paar doofe Hausmeister. Die kapieren das eh nicht. Die sind besoffen, bevor ich auf die Bühne komme. Und guck mal, so Kackerlake. Hey, das ist ja mal lustig. Ich brauche überhaupt gar nichts machen. Ich muss einfach nur so dastehen. Siehst du, die Leute lachen. Ich glaube, das klappt. Oh Mann, Marc, ey. Danke, du hast mir echt wahnsinnig geholfen. Ja. Vielen Dank. Hab getan, was ich hat mir er geholfen. Das? Hat er? Ja, hat er. Ich geh mal, ja? Ja, von mir aus. Ja, geh doch mal zur Seite, du Schulter. Der Kackerlake. Ja. Ich kann Witze erzählen. Pass mal auf. Oh, es hat wehgetan. Kommen wir lieber wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ja eigentlich über die Liebe und über die Partnersuche gesprochen, aber da gibt's ja auch manchmal Reklamationen und Probleme. Ich meine, stellt euch mal vor, man macht ein Blind Date und man erwartet einen echten Märchenprinzen und dann ist man doch wahrscheinlich ziemlich enttäuscht und muffig, wenn einem plötzlich wieder nur so eine kleine Kröte gegenüber sitzt. Und du bist wirklich das Schneewittchen? Ja, genau, das bin ich. Toll. Ich habe alles über dich gelesen. Ach, das sind doch alles nur Märchen. Haben Sie schon gewählt? Was gibt's denn als Tagesmenü? Als Vorspeise gibt es etwas von der Großmutter, als Hauptspeise Rotkäppchen und zum Nachtisch Wackersteine. Ach, ich nehme einfach nur ein paar Fliegen. Wie viele? 7 auf einen Streif. Ja, die Dame? Ich nehme einfach nur einen vergifteten Apfel, dankeschön. Sehr gerne. Ja. Machst du denn öfter solche Blind Dates? Ich habe 7-mal hintereinander jemanden getroffen. Aber das waren alles immer nur Zwerge. Oh, ja. Entschuldigen Sie, ich höre gerade aus der Küche, vergiftete Äpfel sind leider aus. Oh.
Das ist doch hier ein Drei-Sterne-Taler-Restaurant. Sie müssen doch vergiftete Äpfel haben. Hatten wir auch, aber der Koch hat probiert. Jetzt haben wir für den heutigen Abend leider nur noch Fertiggerichte im Angebot. Vielleicht ein Stück von unserem Lebkuchenhaus? Oh, das will ich nicht machen. Das hatte ich beim letzten Mal. Und das war voller Gretel. Ich möchte die Geschäftsführung sprechen. Sehr wohl, ich hol sie. Was wollen Sie? Ist was nicht in Ordnung? Allerdings, ich möchte mich beschweren. Was? Ich sollte dich vielleicht warnen. Beschwerden bearbeiten wir hier im Hause so. Genau das ist mir hier beim letzten Mal auch passiert. Wir sind hier in unserer kleinen Bastelecke. Wir, liebe Maite, lieber Marc, wir machen nämlich jetzt hier auch ein Blind Date. Und ich habe hier nämlich ein paar reizende Personen eingeladen. Guten Abend. Hallo. Hallo? Ja. Und wie man sieht, das ist jetzt noch nicht so ganz das Wahre. Und wir haben uns überlegt, wir basteln uns einen Traumpartner. Und damit es nicht so ungerecht wird, wird Marc Metzger den Traummann für Maite Kelly zusammenstellen. Und Maite wird die Traumpartnerin für Marc Metzger zusammenstellen. Und wir haben hier eine jede Menge Auswahl. Wir haben Perücken, wir haben Zähne hier, lustige Münder, wir haben Äuglein, jede Menge. Und Nasen natürlich und auch ein paar andere Accessoires. Ich würde sagen, wir machen das mal so ein bisschen abwechselnd. Vielleicht, Maite, wir fangen mal mit den Haaren an. Welche Frisur würde denn Marc Metzgers Traumfrau am liebsten haben? Ich würde sagen, wir gehen auf Kelly-Locken. Ja, ja. Ist etwas 90er, aber vielleicht ist er in dieser Zeit auch... Sieht schon so ein bisschen aus wie dein kleiner Bruder. Ja. Prima. Marc, wie würde der Traummann von Maite obenrum aussehen? Frauen sagen immer auf reifere Männer. Und dann tendiere ich doch zum Graugesträhnten, glaube ich. Ja. So. Könnt ihr mir vorstellen, das sieht gut aus. Du siehst ja noch nichts. Ich könnte das mir vorstellen. Du hast recht. So, dann machen wir doch mal weiter. Was haben wir denn als nächstes? Ich glaube, ich nehme die da. Ach, die. Du kannst ja auch zwei verschiedene aussuchen. Ach, zwei Stück gleich. Und Frauen, die schielen, erweckt immer so ein bisschen Mitleid. Es sieht immer mehr aus wie dein kleiner Bruder. Wer seid ihr beiden denn? Aber da fehlt noch natürlich das typische Kelly-Stups-Nase. Eigentlich eine Steckdosnase. So, wollen wir mal sehen? Um Himmels Willen. Ich weiß nicht. Aber vielleicht sollte sie etwas gerade sein, weil so richtig Boxer-Lady ist sie noch nicht. Oder doch? Wollen wir nicht lieber so eine Nase geben? Wollen wir nicht lieber das hier machen? Mir soll das am Ende aber auch gefallen, oder? Ach so! Auf jeden Fall Charakternase. Entzücken. Ja, ich würde sagen, das ist schon nicht schlecht. Das ist Hat er was ohne Zähne? Weil ich wollte ja beim reifen Alter bleiben. Ja, keine Zähne. Das untere, wenn man das vielleicht... Den hier? Ja, genau. Die Zähne. Da hat er wahrscheinlich noch? Die dritten dann, ne? Ah, ja. Oben nur. Aber nee, mach sie nur nach unten. Ich glaube, es ist anders geplant, aber so geht's. Ja. Jetzt hat er die Zunge oben. Beißt aber der Feine, der beißt aber. Ja. So, dann haben wir gesagt, wir wollen beim Alter bleiben, gell? Und weil er jetzt noch keine Brille hat, muss er nacheinander... Da muss noch diese ekligen Haare so... Ja, wo guckst du hin? Er sucht noch. So, Ich möchte aber gut aussehen. Warte mal. Nee. Ist ja. Pass auf, ich hab. Das wäre dann vielleicht die Lösung. So geht's. Jetzt sehe ich aus. Ist ja dir gefallen. Also. Jetzt sehe ich aus wie Dieter Bohlen. So. Das ist Ach, sag mal, kennst du eigentlich einen guten Anwalt? Nee, wieso? Ja, meine Frau hat mich verklagt. Ach, scheiße, warum das denn? Ja, weil ich sie rausgeschmissen hab. Ja, und? Durch die geschlossene Terrassentür. Ah, ouch. Mit Absicht? Ja, klar. Weil sich diese gottverdammte einfach geweigert hat, ihre zu Ich meine, wir sind doch verheiratet. Da hat man doch das Recht auf ein bisschen Liebe, oder? Na ja, klar. Und was machst du jetzt? Naja, ich kümmere mich erstmal um das Wichtigste. Und was ist das? Eine neue Terrassentür. Ah ja. Meine Damen und Herren,
Was wäre eine Sendung über die Liebe ohne ein Liebeslied? Es wäre eine gute Sendung. Musik ab, bitte. Wir kennen's noch nicht lang, drum probier's mit Gesang dir etwas nah zu sein. Lädst du mich auf ein Feuchtgetränk und greifst mich zart am Handgelenk, sag ich nicht nein. Das Schicksal macht wohl Witze und ich finde dich ganz spitze, woran liegt das wohl? Du hast da was im Blut, das tut der Sache sicher gut und das ist Alkohol. Wie tief bin ich gesunken? Ich bin etwas betrunken, bitte halte mich auf. Sie kann nicht mehr klar denken, ja, das liegt an dem Getränk. Komm, wir trinken drauf. Der Himmel voller Geigen, meine Leberwerte steigen, und das Herz, das rast. Noch zwei, drei kleine Flaschen und dann wird sie mich vernaschen. Also hoch das Glas. Dass ich hier mit dir tanze, ist der Anfang einer Romanze, die von Dauer ist. Weite, mach dir da keine Sorgen, denn das Ende kommt schon morgen, wenn du nüchtern bist. Mit jedem kleinen Schrittchen rück ich dir ein kleines Stückchen, wenn du, wenn das, kann das wirklich sein? Ja, ich mach das Beste draus und nutz die Situation aus und nehm dich zu mir heim. Ich weiß nicht, was es ist, dass du mir aufgefallen bist und ich jetzt bei dir bleib. Och, Maite! Doch ehe wir zwei uns küssen, musst du wissen, ja? Ich hab leider keinen Unterleib. Ist egal. Ja. Lecken geht auch. Ja. Ja. Wer braucht schon einen Unterleib? Oh, wer braucht den schon? Wer braucht schon einen Unterleib? Unterleib? Wer braucht schon einen Unterleib? Ich brauch nur dich. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Vivaldi-Show. Schöner kann's kaum noch werden. Ich bedanke mich bei der fantastischen Maite Kelly. Und bei Marc Metzger. Das war's für heute. Die hätten uns ruhig gleich sagen können, dass wir falsch sind. Ich werde die verklagen. Ja, die sehen wir vor Gericht wieder. Mhm. Hallo, kommen wir pünktlich? Ja, sie kommen pünktlich wie immer. Pünktlich zu spät. Oh.